Dhaka, Bangladesch. Eine Frau und ihr Kind sind nachts vom Land gekommen, liegen völlig erschöpft mitten auf einer Kreuzung. Die Mutter sucht in der Hauptstadt Arbeit. Die gibt es hier. Bangladesch ist der zweitgrößte Textilproduzent der Welt. Deutschland einer der wichtigsten Handelspartner. Menschen wie diese Frau haben nichts. Sie machen jede Arbeit, für jeden Lohn. Weil die Unternehmen gehen immer dahin, wo es am billigsten ist. Ich meine, warum sind sie denn in Bangladesch? Weil es eben dort billig ist und weil man auch Sozialstandards verletzen kann, Umweltstandards verletzen kann. Und allein da, dieser Gedanke, der müsste schon mal in Frage gestellt werden. Jede Arbeit ist willkommen und sei sie noch so giftig. Export heißt Überleben. Und der Export boomt. Leder aus Bangladesch ist gefragter denn je, weil unschlagbar billig. Solche ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse funktionieren desto besser, desto anonymer Produkte sind. Weil Konsumenten wollen das eigentlich nicht. Die wollen nicht, dass Kinder dafür arbeiten, damit sie was zum Anziehen haben oder was zu essen haben oder dass eine Näherin 16 Stunden mehr oder weniger hinter der Nähmaschine zusammenbricht. Wir erfahren davon nur, wenn wieder einmal ein Unglück passiert ist. Wie der Einsturz einer Textilfabrik vor 2 Jahren. Für kurze Zeit war die Nähstube der Welt in allen Medien. 3,5 Millionen Menschen nähen hier Jeans, T-Shirts, Kleider. Oft 12, 14 Stunden jeden Tag. Da entscheidet sich zum Beispiel ein Bekleidungshersteller, 4000 Hemden in bestimmten Schnitten und Farben bei einem bengalischen Unternehmer in Auftrag zu geben. Und dann ist es so ähnlich, wie wenn Sie hier Ihr Auto in die Werkstatt bringen. Wie viel Ihre Werkstatt den Angestellten bezahlt, das entscheiden Sie als Kunde nicht. Deutschland ist nach den USA der wichtigste Exportpartner für Bangladesch. Sind wir Segen oder Fluch für diese Menschen? Das möchten wir wissen. Ein Junge am Bahnhof von Dhaka, Bangladesch. Wir sind hier mit Rumi Mumtaz von der Kindernothilfe Duisburg und einem Sozialarbeiter. Beobachten, wie der kleine Junge in großer Höhe vom Zugdach auf eine Bahnbrücke klettert. Über den Stacheldraht, der genau das verhindern soll. Viele kommen jeden Tag vom Land hier in der Hauptstadt an, klettern auf die Brücke. Wir können kaum hinschauen. Und auch der Junge hat offenbar Angst. Geschafft. Erleichterung steht dem Kind ins Gesicht geschrieben. Woher wir denn kommen, möchte er wissen. He asked me, where are you from? Germany. Germany. Hello. My name is Tilippo. My name is. Ich heiße Tilippo, sagt der Junge. 6 Stunden Zugfahrt auf dem Dach eines Waggons liegen hinter ihm. Er ist ganz allein gekommen. Was ihm die Zukunft in der Stadt bringt, ist ungewiss. Hoffentlich etwas zu essen. Mehr als 1/3 aller Kinder in Bangladesch sind unterernährt. Kinder, Männer, Frauen kommen hier Tag und Nacht an, hoffen auf Arbeit und Essen. Doch fast die Hälfte der 15 Millionen Einwohner lebt in Elendsvierteln. Am nächsten Morgen sind wir wieder am Bahnhof verabredet, begleiten die Sozialarbeiter bei ihrer Arbeit. Sie sehen jeden Tag nach den Kindern auf diesem und anderen Bahnhöfen. Viele sind verletzt. Ein Mann ist nebenan zusammengebrochen. Warum, erfahren wir nicht.
Das Leben ist hart hier am Bahnhof. Schlepper warten auf Kinder, die ankommen, lassen sie Flaschen sammeln. Die Gegenleistung: Überleben. Pro Kilo nur 20 Tacker. 22 Flaschen bringen 20 Cent. 22 Flaschen zu sammeln dauert, weil hier viele Jungen arbeiten. Die hier am Bahnhof stranden, schnüffeln Klebstoff, betäuben die Realität, den Hunger und Schmerzen. Die Narbe am Rücken sei von Stockschlägen, sagt der Junge. Er hat offenbar schon viele bittere Erfahrungen gemacht für sein Alter. Armut. Und schon jetzt keine Chance, ihr je wieder zu entkommen. Rifat, den die Sozialarbeiter vor dem Bahnhof treffen, ist 6 Jahre alt. Er sagt, er hat keine Eltern. Wir möchten ihn in unser Projekt mitnehmen. Aber Rifat ist misstrauisch. Vielleicht sind die Männer böse. Und die Plastikflaschen sichern zumindest sein Überleben. Bilder vom Haus der Kindernothilfe machen ihn nachdenklich. Das ist dein Leben, sagen Umstehende, und das hier ist nicht dein Leben. Die Entscheidung ist gefallen. Das Misstrauen bleibt. Deshalb nimmt der Sozialarbeiter kein Auto, sondern den Bus. Als wir im Gebäude der Kindernothilfe ankommen, ist Rifat schon gebadet und satt. Er und ein weiterer Junge vom Bahnhof erzählen Rumi Mumtaz und den Sozialarbeitern ihre Geschichte. Warum bist du nach Dhaka gekommen? Zu Hause ist alles überflutet. Die ganze Gegend ist unter Wasser. Die Häuser gehen kaputt. Viele Leute gehen weg. Aber warum kommst du ausgerechnet nach Dhaka? Was soll ich denn woanders? Er habe gehört, hier könne man überleben. Aber Gangs fangen die Kinder direkt am Bahnhof ab. Ich habe ihn gefragt, wer hat dir zu essen gegeben, als du angekommen bist? Er sagt, Hotels neben dem Bahnhof rufen die Kinder rein. Sie haben ihm zu essen gegeben. Ich denke, das ist eine Falle. Hier ist Sicherheit. Vielleicht, weil er nur zu gut weiß, wie wertvoll ein Bett sein kann. Die Fürsorge für andere. Kinder, die hier ankommen, sind meistens völlig erschöpft. Der Straße entkommen. Kein Baulärm kann diese Geborgenheit und ihren Schlaf stören. Allein in der riesigen Stadt werden die Kinder leicht Mittel zum Zweck. Auch kriminelle Gangs nutzen das. Deshalb ist nie ganz klar, ob ihnen nicht absichtlich ein Leid zugefügt wurde, damit sie mehr Geld erbetteln können. Das ihnen natürlich wieder abgenommen wird. Dieses Kind bettelt. Diese Frau nicht. Viele Frauen, die hier ankommen, sind nicht gekommen, um zu betteln, erklärt uns Rumi Mumtaz von der Kindernothilfe. Sie suchen Arbeit. Kein einfaches Unterfangen. Fast 160 Millionen Menschen leben in Bangladesch.
einem Land etwa doppelt so groß wie Bayern und eines der ärmsten Länder der Welt. Viele suchen hier verzweifelt Arbeit. Frauen vor allem in der Textilindustrie. Ihre Jeans, hier hergestellt, werben Plakate für ausländische Geschäftsleute an den Hauptstraßen. Textilfabriken, eine an der anderen. Bangladesch ist schon jetzt nach China der zweitgrößte Textilproduzent der Welt. Allein H&M beschäftigt 500.000 Menschen. Über 4.500 Textilfabriken gibt es hier. Eigentlich ein Segen für das Land. Wären da nicht die Hungerlöhne und oft 12, 16 Stunden Arbeiten an mindestens 6 Tagen in der Woche. In riesigen Hallen im Neonlicht. Aus der Reihe tanzen ist nicht. Das Reservoir an Menschen, die nur auf solche Arbeit warten, scheint hier unerschöpflich. Wichtigster Handelspartner für Textilien ist die EU. Organisationen bei uns fordern deshalb mehr Verantwortung statt Ausbeutung. Das Frauennetzwerk Femnet in Köln ist eine davon. Die meisten Frauen kommen eben aus Armutsgründen vom Land in die Stadt und haben keine andere Chance, als da zu arbeiten, wo es eben ein paar Arbeitsplätze gibt. Und das ist eigentlich fast nur in der Textilindustrie. Ein Dilemma. Arbeiten und ein bisschen verdienen. Oder keine Arbeit und gar kein Geld. Was ein Segen sein könnte, hat einen Beigeschmack nach Ausbeutung. Die Arbeitsbedingungen sind eben das Entsetzliche. Nicht, dass man dort abproduzieren lässt per se, sondern eben unter welchen Arbeitsbedingungen man produziert. Und wir sind ja froh, dass die Industrie nach Bangladesch geht, weil es dort Arbeitsplätze schafft. Und die Frauen dort brauchen die Arbeitsplätze. Aber es müssen eben würdige Arbeitsplätze sein. Wir sind unterwegs mit einer Frau von der Gewerkschaft für Textilarbeiterinnen. Möchten wissen, wie die Frauen leben, die Tag für Tag oft mehr als 12 Stunden unsere Kleidung nähen. Schon der Weg dorthin ist ernüchternd. Die Gegend wird immer ärmer. Viel haben wir nicht erwartet, aber doch nicht solches Elend. Wellblechhütten in Slums für Menschen, von denen viele doppelt so viele Stunden arbeiten wie wir. Eine Näherin wird mit uns sprechen. Erkannt werden möchte sie aber nicht, der Arbeit wegen. Die Tür ist zu, niemand soll mithören. Fenster gibt es keine. Hitze wie in einem Backofen. Nur eine Art Bett. Kein Lichtschalter. Gerade mal Strom statt einer Kerze. Der Dolmetscher will auch nicht erkannt werden. Wer sich kritisch mit Textil befasst, lebe manchmal gefährlich, sagt er. Wir fragen die junge Frau nach ihrem Arbeitsalltag. Von 8 Uhr bis 21 Uhr muss ich arbeiten. Wie viele Tage in der Woche? 7 Tage in der Woche. Freitags auch? Freitags auch, wenn wir 4 Arbeit haben. Freitag ist für Muslime wie unser Sonntag. 91 Stunden pro Woche, Stundenlohn 17 Cent. Ohne Wochenende, kein Urlaub. Ihr 3-jähriges Kind ist auf dem Land geblieben. Ich kann ihn fast nie sehen, nur 2-mal im Jahr. Ich bin nach Dhaka nur für meinen Sohn gekommen. Er ist 3 Jahre alt. Er ist zu Hause auf dem Land. Ich sehe ihn nicht. Auch das Kind auf dem Dorf hängt von ihrer Arbeit hier ab. Haben Sie irgendeine Versicherung, wenn Sie einen Unfall haben oder krank werden? Nein. Nein, haben wir nicht. Ein Feuer in einer Textilfabrik hat sie überlebt.
Keine Sicherheit. Sparen undenkbar. 58 Euro im Monat. 29 davon gehen für die Miete dieses Zimmers weg. 2013 wurde der Mindestlohn von 28 auf 51 Euro im Monat angehoben. Auch der Mindestlohn ist nicht genug in Bangladesch, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir möchten keinen Mindestlohn, sondern einen Lebenslohn. Im Verhältnis zu den Preisen wären 12.000 Takas ein Mindestlohn. Knapp 140 Euro im Monat für 60, 80 oder mehr Stunden Nähen in der Woche. Weshalb werden diese Frauen nicht besser bezahlt, haben nicht vernünftige Arbeitsbedingungen? Der Gesamtverband für Textil und Mode in Berlin vertritt vorwiegend mittelständische deutsche Unternehmen. Weshalb kann man die Näherinnen in den Textilfabriken nicht anständig bezahlen? Es gibt eine sehr große Spannweite zwischen sehr guten Arbeitsbedingungen und katastrophalen. Wo deutsche Firmen selber Fabriken haben, sind die Arbeitsbedingungen immer sehr gut. Wo sie produzieren lassen, sind die Arbeitsbedingungen unterschiedlich. Und was die Näherinnen da verdienen, darauf haben deutsche Unternehmen praktisch gar keinen Einfluss. Weil es eben gar nicht unsere Näherinnen sind. Also jedenfalls für deutsche Bekleidungsfirmen gilt, dass sie in aller Regel in Produktionsstaaten Produktionen in Auftrag geben. Das heißt, da entscheidet sich zum Beispiel ein Bekleidungshersteller, 4.000 Hemden in bestimmten Schnitten und Farben bei einem bengalischen Unternehmer in Auftrag zu geben. Und dann ist es so ähnlich, wie wenn Sie hier Ihr Auto in die Werkstatt bringen. Wie viel Ihre Werkstatt den Angestellten bezahlt, das entscheiden Sie als Kunde nicht. Und so ist es hier auch. Das wundert uns denn doch. Wer zahlt, befiehlt, sagt das Sprichwort. Weshalb also schauen die Auftraggeber nicht einfach vor Ort nach? Normalerweise versuchen die Auftraggeber, die Kosten zu drücken, um höhere Profite zu haben. Sie haben schon eine Art Charta für die Produktion, sprechen auch mit Arbeitern. Aber die Fabrikbesitzer bringen ihnen Arbeiter, die gecoacht sind. Normalerweise kann man nicht Arbeiter alleine zu Hause besuchen. Sie haben kein wirkliches Bild davon. Doch uns gelingt es schließlich auch. Vielleicht glauben manche Auftraggeber auch gern, was sie glauben möchten, solange der Preis stimmt und der Termin. Die Kunden wollen ständig Neues, Wegwerfmode. Wenn sie in der Schnelllebigkeit der Mode dann eben noch in der und der Farbe 100.000 T-Shirts bis nächste Woche in Anführungszeichen haben wollen, dann sorgen sie natürlich auch ein Stück mit dafür, dass eben 12, 14, 16 Stunden am Tag gearbeitet wird, um genau diesen Auftrag abzuarbeiten. Wenn man es nicht schafft, dann geht der Auftrag an die Konkurrenz. Kosten- und Zeitdruck auf Fabrikanten heißt Druck auf die Textilarbeiter. Die Bekleidungsfabrik Rana Plaza ist dafür zum Symbol geworden. Die Polizei hatte das neunstöckige Gebäude gesperrt, wegen Einsturzgefahr. Aber Textilfabrikant Rana steht unter immensem Zeitdruck. Kunden aus aller Welt warten auf ihre Ware. Er zwingt 3.500 Arbeiter wie diese trotz Verbots in die Fabrik. Meine Nichte wurde mehrmals angerufen, zur Arbeit zu kommen. Ich habe ihre Hand festgehalten und gesagt, geh nicht. Sie hat gesagt, wenn ich nicht gehe, kriege ich für den ganzen Monat keinen Lohn. Schließlich wollte sie nur Bescheid sagen, dass sie nicht kommt. Hat gesagt, pass kurz auf die Kinder auf. Ich gehe, komme aber gleich wieder. Die letzte Begegnung. Wenige Minuten später, kurz nach 9 Uhr morgens, an diesem 24. April 2013, stürzt die Textilfabrik Rana Plaza in sich zusammen. Auch ihre zwei Töchter und der Sohn, alle ihre Kinder, arbeiten zu dieser Zeit in der maroden Fabrik. Schnell spricht sich herum, etwas Schlimmes ist passiert. Ich bin hingelaufen. Alle sind da hingelaufen. Viele Autos. Wie in Trance habe ich jede Menge Blut gesehen und Verletzte. ...1.127 Menschen sterben. Viele sofort, andere in den folgenden Tagen unter den Trümmern. Wegen 28 Euro Monatslohn. Für kurze Zeit schreckt die Welt auf, blickt nach Bangladesch. Es ist nicht das erste Unglück in einer Textilfabrik, aber das schwerste.
Schon in den Jahren zuvor sind insgesamt 600 Arbeiter durch Feuer in Fabriken umgekommen. 2438 Verletzte konnten geborgen werden. Die letzte lebende Frau nach 2,5 Wochen. Viele wurden allerdings überhaupt nicht mehr gefunden. Die Unglücksstelle ist zugleich ihr Grab. Die Mutter dieser Kinder wurde nach Wochen tot geborgen. Den Vater hat man nicht mehr gefunden. Zurückgeblieben sind Waisen. Und im Westen zumindest die Erkenntnis, es sollte sich etwas ändern. Im Februar 2015 ist das Gelände wieder zugänglich. Lange war es gesperrt. 28 bekannte Modemarken haben hier produzieren lassen. Noch immer liegen überall Kleidungsstücke mit bekannten Labels. Manche Firmen haben das im Nachhinein nicht zugegeben. Nicht gut fürs Image und Entschädigungszahlungen wären fällig. Die Einheimischen sind hier nicht so freundlich wie sonst. Unter dem Schutt liegen noch immer vermisste Angehörige. Viele hier glauben, auch Firmen aus Europa hätten Mitschuld am Desaster. Wir möchten mit Firmen über die Produktionsbedingungen sprechen, fragen unter anderem bei C&A an. Das Unternehmen lehnt sofort ab. Man war zuvor schon wegen des Brandes in einer Fabrik in den Medien. Immer im Verdacht, wenn von schlechten Arbeitsbedingungen die Rede ist, Billiganbieter, Textildiscounter, wie Kick zum Beispiel. Wohl deshalb gibt Kick normalerweise keine Interviews. Kleidungsstücke für 1,99 Euro. So ein Preis weckt Argwohn. Wir fragen nach. Und sind überrascht, dass Kick bereit ist, mit uns zu sprechen. Das Unternehmen hat europaweit 3200 Filialen, etwa 21.000 Mitarbeiter. Wir möchten wissen, spart Kick bei den Näherinnen und bekommen eine offene Antwort. Der Preis eines Kleidungsstückes gibt in der Regel keinen Rückschluss auf seine Produktionsbedingungen. Faktisch ist es so, dass teuer nicht gleich gut ist und billig nicht gleich schlecht ist. In der Realität laufen in einer Fabrik sowohl teure Markenartikel als auch preisgünstige Markenartikel, die von ein und derselben Näherin tatsächlich genäht werden. Uns wird erklärt, weshalb Kick Kleidung so billig anbieten kann. Kein sofort die neueste Mode. Die Ware kommt per Schiff. Angemerkt sei hier an dieser Stelle, dass die Luftfracht im Durchschnitt, man sagt, 5 bis 6 Mal so teuer ist als der Seeweg. Weiterhin lassen wir fast ausnahmslos Produktverpackungen weg. Unser Ladeneinrichtungskonzept ist schlicht und sehr, sehr einfach gehalten. Das Marketingbudget im Vergleich zu Wettbewerbern wird auch niedriger kalkuliert in unserem Fall. Importe aus den Beschaffungsländern werden in der Regel ohne Zwischenhändler vorgenommen. Auch hiermit einhergehende Kostenvorteile geben wir 1:1 an den Markt weiter. Das hieße, der Preis im Laden hat gar keinen Einfluss auf die Textilarbeiter vor Ort. Demnach verdienen sie nicht mehr, ob eine Jacke 20 oder 200 Euro kostet. Wir finden dieselben Sozialstandards hier vor. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das auftraggebende Unternehmen des teureren Artikels die größere Gewinnspanne vorweisen kann. Teure Mode und trotzdem schlechte Arbeitsbedingungen? Wir fragen nach bei Näherinnen in Dhaka, Bangladesch. Die Frauen, die hier leben, fertigen in einer Textilfabrik Kleidung, die bei uns richtig viel Geld kostet. Zwei Frauen mit Kind wohnen in diesem Zimmer. Wie sind die Zustände an ihrem Arbeitsplatz? Die Umgebung ist gut, aber sie behandeln uns schlecht. Obwohl sie nicht zuschlagen, behandeln sie uns schlecht. Ziehen uns mit Gewalt vom Platz weg. Die beiden Frauen möchten uns zeigen, wie üblicherweise mit ihnen umgegangen wird.
Weg hier! Du arbeitest schlecht. Was machst du? Was für eine Sorte Arbeiterin bist du? Weil das Kind erschrickt, belassen wir es dabei. Auch diese Frauen verdienen etwas mehr als 2 Euro am Tag für viele Stunden Arbeit. Ich fange um 6 Uhr morgens an, bis 22 Uhr abends. 16 Stunden am Tag, 75 Euro im Monat. Arbeit für teure Modelabels für billig. Kürzlich hat der deutsche Entwicklungshilfeminister Gerd Müller ein sogenanntes Textilbündnis auf den Weg gebracht. Bestehend aus Firmen, Organisationen und der Bundesregierung mit dem Ziel, bessere Bedingungen für die Menschen in den Beschaffungsländern der Bekleidungsindustrie zu erreichen. Gerade weil wir als Textildiscounter besonders im Fokus der Öffentlichkeit stehen, kommunizieren wir das Thema Einhaltung von Sozialstandards viel, viel mehr als wahrscheinlich so manch anderer Wettbewerber. Das heißt also, dass sich unsere Fabrikanten viel, viel mehr beschäftigen mit diesem Thema, viel, viel eingehender. Und dass man nicht zu guter Letzt halt auch sagen kann, dass es wahrscheinlich die Discounter sogar sind am Ende des Tages, die für Sicherheitsstandards und Brandschutzstandards, Gebäudestandards tatsächlich in den Beschaffungsländern stehen. Man wolle an Bangladesch als Hauptbeschaffungsland festhalten, so Kik. Andere schielen bereits nach Afrika. Wird die Arbeit in Bangladesch teurer, so gibt es andere Länder, die bitterarm sind. Froh um jeden Brosamen, der vom Tisch des Westens fällt. Länder wie Bangladesch stecken in dem Dilemma, ein paar Euro mehr im Monat, ein paar Stunden weniger arbeiten am Tag, schon ziehen manche Firmen weiter. Wie Wanderheuschrecken. Fast 20 Millionen Menschen hängen in Bangladesch direkt und indirekt vom Bekleidungsexport ab. Etwa 3,5 Millionen sind Textilarbeiter. 80% davon sind Frauen. Und wir reden hier meistens über Frauen, die sonst kaum Arbeitsmöglichkeiten haben. Also insofern ist es schon wichtig, für die weiterhin auch eine Arbeit zu haben, aber eben auch unter vernünftigen Bedingungen. Und das, was sie insgesamt immer haben, dass die Karawane weiterzieht, wenn es irgendwo zu verbesserten Bedingungen kommt, dass man dann guckt, wo kann man vielleicht noch billiger produzieren. Und in Sachen Textilproduktion sieht man schon auch eine Entwicklung Richtung Afrika. 3,5 Millionen Textilarbeiter. Und alle sind schnell ersetzbar. Tag und Nacht kommen Menschen in der Hauptstadt an. Manche aus individuellen Gründen, wenn Eltern sterben oder Ehen zerbrechen. Die meisten aber waren Bauern. Immer wieder verlieren zigtausende Familien ihre Existenz. Naturkatastrophen wie Fluten machen sie zu Flüchtlingen im eigenen Land. In Indien und Bangladesch versinken immer weitere Landflächen. Es sind die schwersten Überschwemmungen seit vielen Jahren. Und sie haben allein in Bangladesch 5 Millionen Menschen obdachlos gemacht. Dramatisch ist die Lage vor allem in Bangladesch, einem der ärmsten Länder der Welt. Zyklon Naila riss mehr als 100 Menschen in den Tod. Hunderttausende wurden obdachlos. Nur 3 Beispiele aus 6 Jahren. Die Liste ließe sich ergänzen. Wenn die Flüsse wieder einmal über die Ufer treten oder im Süden das Meer ins Land kommt, verlieren die Bewohner ganzer Landstriche alles. Jedes Jahr wieder zur Regenzeit droht die Katastrophe. Wir fahren mit Rumi Mumtaz von der Kindernothilfe Duisburg in den Süden des Landes. Schutzeinrichtungen gegen Hochwasser sind dort ein Projekt. Gewaltige Ströme durchziehen das Land. Fähren setzen die Fahrzeuge über. Sie gelten als die gefährlichsten der Welt.
Im Süden leben viele vom Fischfang, nicht die ärmste Gegend des Landes. Es ist Mai, der Monsunregen hat bereits eingesetzt. Das ist auch die Zeit der Zyklone. Mungla im Süden von Bangladesch. Morgens machen wir uns auf den Weg. Nach dem Sturm der letzten Nacht fällt der Strom für 3 Tage aus. Aber das kennt man hier. Wir möchten uns eine Einrichtung der Kindernothilfe ansehen. Diese Gegend ist durch Fluten besonders gefährdet. Flüsse münden ins Meer. Autos gibt es hier keine. Das beste Transportmittel, ein Moped. Schrimps zuchten, soweit das Auge reicht. Nichts anderes ist mehr möglich nach den Fluten. Im Büro der Kindernothilfe erklärt uns Rumi Mumtaz, weshalb das so ist. Die kleinen Farmer verlieren ihr Land an die Großen. Und da waren noch die Zyklone, die wir hier 2008, 2009 hatten. Es gab kleine Farmer, die ihr Land aufgeben mussten, weil alles mit Salzwasser überflutet war. Und es gab viele Leute, die wegziehen mussten. Das Hauptziel ist Dhaka. Hier wären die Lebensbedingungen an sich aber besser als in der Megacity, wenn nicht die Gefahr bestünde, zu ertrinken. Die Schutzeinrichtung für Mensch und Tier wird als Schule genutzt, wenn keine Gefahr droht. Die Fenster sind aber schnell dicht gemacht, wenn ein Sturm heraufzieht. Schwimmwesten für alle Fälle. Das Meer ist direkt vor der Tür. Aber auch wenn kein neuer Sturm kommt, die letzten haben ein schweres Erbe hinterlassen. In der ganzen Gegend gibt es kein Süßwasser mehr. Der Boden ist so versalzen, dass kein Reis, kein Gemüse und auch sonst nichts Essbares wächst. Wenn die Schrimpszucht nicht gelingt, bleibt keine Alternative. Außer Flucht in die Stadt. Ein Abschied von allem, was vertraut war. Von Freunden, der Heimat, in der es wie überall auch schöne Zeiten gab. Angekommen in der Hauptstadt Dhaka finden sich die Menschen vom Land in einem wahren Moloch wieder. Autos, Lärm, Gestank. Dhaka ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt. Der erste Weg? Arbeitssuche. Egal wo, egal was. Neben der Textilindustrie gibt es auch im Lederviertel von Dhaka oft irgendeine Arbeit. Besonders üble, wie alten Müll wegschaufeln. Aber natürlich auch Arbeit in den Gerbereien selbst. Hunderte große und kleine Betriebe verarbeiten hier Leder für den Export, auch für Deutschland. Wir sehen Männer, Frauen und Kinder arbeiten. Anders als in Textilfabriken, in denen fast nur Frauen nähen, arbeitet hier oft die ganze Familie. Bestreitet gemeinsam den Lebensunterhalt. Einer allein schafft das nicht, denn 9, 12 oder 16 Cent in der Stunde sind hier durchaus ein üblicher Lohn. Wir fragen einige der Kinder vor einer kleineren Gerberei, wie alt sie denn seien. Wie alt bist du denn? 13. 13. Und wie alt bist du? 10. Unser Interesse an Kinderarbeit fällt rasch auf. Deshalb fragen wir außerhalb der Gerberei einen der Jungen, wie lange er jeden Tag arbeitet.
Ich arbeite von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags. Wir fragen ihn, ob wir seine Familie kennenlernen dürfen. Wir dürfen. In diesem Zimmer leben er, seine Mutter, sein Bruder und der neue Mann der Mutter. Morgens, erfahren wir, geht Sumon eine Stunde zur Schule. In Bangladesch gibt es eine 5-jährige Schulpflicht. Immerhin keine Wellblechhütte. Alle außer dem kleinen Bruder arbeiten in den Gerbereien. Vor gut 10 Jahren kam die Mutter allein mit Sumon nach Dhaka, nach einer Sturmflut im Süden. Saß dann völlig mittellos mit einem Kleinkind am Bahnhof. Wir haben unser Haus bei der Flut verloren. Deshalb bin ich nach Dhaka gekommen. Ein Zyklon und alles war weg. Das ist bestimmt schwer, Arbeit zu finden, wenn man mit einem Kind nach Dhaka kommt, oder? Ich hatte ein 18 Monate altes Kind und mit dem Kind war es tatsächlich sehr schwer, eine Arbeit zu finden. Der 12-jährige Sumon arbeitet schon seit 2 Jahren in der Gerberei. Wie stellt er sich seine Zukunft vor? Als Gerber? Nein, ich möchte kein Gerber werden. Was dann? Ich möchte Arzt werden, um den armen Leuten zu helfen. Warum nicht Gerberei? Nein. Warum? Weil man bei der Arbeit in der Gerberei verätzte Hände bekommt. Er hat schon viele hier im Gerbereiviertel gesehen, die Hautverätzungen haben. Vom Chrom, mit dem man Leder haltbar macht. Und das bei falscher Handhabung zum Gift wird. Letztlich auch bei uns durch Lederwaren lebenslange Allergien auslösen kann. Hier sind Lungenschäden häufig. Krebs. Die Lebenserwartung etwa 50 Jahre. Kinder wachsen hier auf, in einem der am stärksten verschmutzten Gebiete der Welt. Und die Nachfrage von Firmen aus dem Ausland steigt und steigt. Weil die Unternehmen gehen immer dahin, wo es am billigsten ist. Ich meine, warum sind sie denn in Bangladesch? Weil es eben dort billig ist und weil man auch Sozialstandards verletzen kann, Umweltstandards verletzen kann. Also letztendlich ist das das Interesse der Industrie, dass sie eben so billig wie möglich produziert. Und allein dieser Gedanke, der müsste schon mal in Frage gestellt werden. Leder von hier ist unschlagbar billig. Das Exportvolumen hat im Mai 2014 die Grenze von 1 Milliarde US-Dollar überschritten. Zwar gibt es auch hier bessere und schlechtere Betriebe, aber oft kein Arbeitsschutz, keine Versicherung, keine Rente, kein Umweltschutz. Stundenlöhne im Cent-Bereich. Solche ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse funktionieren desto besser, desto anonymer Produkte sind. Weil Konsumenten wollen das eigentlich nicht. Die wollen nicht, dass Kinder dafür arbeiten, damit sie was zum Anziehen haben oder was zu essen haben oder dass eine Näherin 16 Stunden mehr oder weniger hinter der Nähmaschine zusammenbricht. Und das kann man ja nur verdrängen oder akzeptieren, wenn einem das durch den Kauf des Produktes nicht so bewusst ist und dafür sorgt, dass eben viele Produkte einen anonymen Hintergrund haben. Teure Pumps, billige Treter, Taschen. Der Preis sagt nichts über das Leder aus. Und Made in heißt nur Endfertigung in. Wo das Leder herkommt, das erfährt man als Kunde auch beim besten Willen nicht. Warum eigentlich nicht? Nachfrage beim Bundesverband für Lederwaren auf der Messe in Offenbach. Die Kennzeichnung von Lederprodukten ist deshalb so schwierig, weil es einmal eine globale Beschaffungs- und Lieferkette gibt und auf der anderen Seite das Produkt Schuhe oder Tasche
sehr komplex ist, sich aus vielen Einzelteilen zusammensetzt, bei dem Schuh aus über 100 Einzelteilen. Und aufgrund dieser Komplexität ist es nahezu unmöglich, hier eine sinnvolle Kennzeichnung zu schaffen. Aber man arbeite intensiv an Kennzeichnungsmöglichkeiten, versichert uns der Geschäftsführer. Wir, und damit spreche ich für die deutsche Schuh- und Lederwarenindustrie, arbeiten intensiv daran, Qualitätsanforderungen und Kriterien festzulegen. Auch in Bangladesch gibt es Gerbereien mit besseren und mit schlechteren Arbeitsbedingungen. Wir sehen uns in Großbetrieben unauffällig um. Kleine Kinder, die mit Chemikalien hantieren oder gefährliche Maschinen bedienen, finden wir hier nicht. Nur Jungen ab 14. Das erlaubt das Gesetz in Bangladesch. In einer so großen Gerberei zu arbeiten, gilt schon fast als Privileg. In etwas kleineren Betrieben ist die Luft oft ätzend, fällt das Atmen schwer. Gesund ist diese Arbeit nie. Unser Interesse am Alter der Arbeiter fällt auch hier bald auf. Keine Fotos mehr. Man ruft den Chef an. Wir fragen einen der Jungen außerhalb der Gerberei nach Arbeitszeiten und Lohn. Von morgens 9 bis abends 9, mit 2 Stunden Pause. 10 Stunden am Tag. Wie viele Tage die Woche? Ich arbeite jeden Tag in der Woche. Das ganze Jahr, ohne Pause. Für welchen Monatslohn? 4.600 Taka. Er möchte es in der Gerberei zu etwas bringen, sagt er. Knapp 53 Euro im Monat für 70 Stunden in der Woche. 17 Cent in der Stunde. Das ist mehr, als viele in den hunderten kleinen Zulieferbetrieben verdienen, aber deshalb noch lange nicht fair. Die Bundesregierung hat ja bei dem letzten G7-Gipfel immerhin einen Anfang gemacht, indem sie das Thema globale Lieferketten fairer gestalten auf die Agenda gesetzt hat. Das hat nicht für sehr viel Zustimmung bei den G7-Ländern erstmal gesorgt, aber immerhin ist dieses Thema international auf die Agenda gekommen. Vielleicht ein Anfang. Mitten im giftigen Flussbett am Rand des Gerbereiviertels von Dhaka sehen wir von Weitem ein Kind sitzen. Das kleine Mädchen kocht Essen. Gestern Nacht sei sie mit ihrer Mutter vom Land gekommen, erzählt sie uns. Die sei auf Arbeitssuche. Im Haushalt, in einer Gerberei hier oder als Näherin in einer Textilfabrik. Was auch immer. Deutschland ist nach den USA der größte Exportpartner für Bangladesch. Was aber mutet unsere Wirtschaft diesen Menschen zu? Es sind Menschen wie wir. Kinder wie unsere Kinder.